Hallo, schönen guten Abend, schönen guten Tag, je nachdem wann ihr seht, hier mal wieder was Neues aus der Arge. Und zwar möchte ich von dem Fall berichten, wo ich mein Geld abgeholt habe. Am 29.05. vor App hat man mir geschrieben, eine Frau Verdien, Leistungsabteilung, dass ich mich wöchentlich melden müsste, da ich keine Wohnung habe. Ich habe also mehrfach gebeten, dass man mir die Kaution bezahlt, damit ich mir eine Wohnung zulegen kann. Das wird mir verweigert. Eine rechtsmittelfähige Bescheinigung wird auch verweigert. Wie gesagt, betreffend der Termine, dass ich mich wöchentlich melden möchte, habe ich auch angefragt, ob ich das schriftlich haben kann, nach welchen Gesetzen da gehandelt wird. Und eine rechtsmittelfähige Bescheinigung, die wird mir auch verweigert. Ja, gut, ich bin dann daraufhin hingegangen und man wollte mir 58 Euro auszahlen. Das habe ich natürlich verweigert. Ja. Dann wollte man das klären. In der Zwischenzeit hatte ich aber auf der Treppe gewartet, als ein junger Mann, Ausländer, seine Papiere abgeben wollte, der ganz massiv vom Sicherheitsdienst der AG Braunschweig gedrängt, gewürgt, geschlagen wurde. Ich bin dann zur Treppe näher gegangen, habe dann darauf hingewiesen, sie möchten den Mann in Ruhe lassen. Danach hat man ein bisschen abgehalten gelassen von ihm. Und kurze Zeit später ist man, also ich habe einen kleinen Selbstfilm gemacht von mir selber, ist man auf mich losgegangen. Ich hätte die Arge-Mitarbeiter gefilmt. Dass das nicht so ist, konnte die Polizei, die ich zur Hilfe gerufen habe, weil man mich täglich angegriffen hat, sehen. Aber den Film zeige ich euch jetzt, damit ihr seht, dass ich also wirklich keinen anderen als mich selbst aufgenommen habe. Weiteres kommt dann. Ich bin jetzt hier in der Arge. Die monatliche Zahlung wurde verweigert. Und die Auszahlung wollte nicht vorgenommen werden. Ich habe gleich nochmal einen Termin beim Oberstaatsanwalt. Wir müssen da eben rechtliche Schritte gehen. Ja, nachdem hier Aktion war, hat man mich aus der Arge rausgeschmissen. Ich musste dann die Polizei holen, um meinen ALG-2-Betrag hier abzuholen. Erst die Polizeischutz war es möglich, mein Gegensatz zu kriegen, den man mir hier wieder mal unterschlagen wollte. Ja, was war noch? Ja, man hat mir unterstellt, dass ich mit Geld nicht umgehen kann. Ja, das, was ich hier gesagt habe, mit dem Führerscheinentzug, das, was ihr ja kennt aus dem Beitrag in eigener Sache 1 und 2, dass man mir was runtergeschoben hat, das wäre alles nicht wahr. Ja. Es wäre alles in schönster Ordnung. Ja, wie gesagt, also man hat mir jetzt unterstellt, ich könnte mit Geld nicht umgehen. Ja, nach weiteren Gesprächen, wie gesagt, und bin dann eben aus der Arge rausgeworfen worden und habe dann mit Polizeischutz, konnte ich wieder rein. Also das ist schon makaber, wenn man als Hartz-IV-Empfänger sein Geld nur noch unter Polizeischutz kriegt. Das waren die Beiträge. Ich habe dann also habe es dann nicht mehr geschafft zur Staatsanwaltschaft, weil ich dachte, er hätte mir einen Fax geschickt. Aber das funktioniert nicht, weil ich keinen Fax habe. Das geht nur aufs E-Mail-Fach. Inzwischen habe ich rausgekriegt, das ist von der vom Sozialgericht. Beim Sozialgericht habe ich dann einstweiligen Rechtsschutz beantragt und Polizeischutz oder einer Person, die mir zur Seite steht, damit meine Gesundheit und mein Leben nicht weiter bedroht werden. Ich habe ja jetzt 3 oder 4 Anschläge hinter mir. Daraufhin habe ich gekriegt, muss ich mal gucken, das habe ich hier gerade erst mitgebracht, weil ich wohne ja hier nicht, vom Sozialgericht Braunschweig, ja, ein Beschluss von einem Doktor oder eine Frau Doktor, das weiß ich nicht, Dr. Struss, die also das Ganze ablehnt, ja. Das Problem bei dem ganzen, diesem Beschluss hebe ich natürlich auf, nach Verfahrensgesetz, § 44 müsste das glaube ich sein, da man mir das rechtliche Gehör nach Artikel 103 verwehrt. Ja. Ich empfehle also mal den Herrn Struss, diese Lektüre hier, das Grundgesetz, auch wenn ich weiß, dass die Bundesrepublik rein theoretisch aufgelöst bin,
ist, aber sie halten ja an diesen Gesetzen fest. Und da empfehle ich mal Artikel 1, das Leben und Gesundheit der Person zu schützen, ist höchstes Gut der gesetzlichen Justiz und der Behörden. Ja? Dann gibt es noch den Artikel 2 und 3, kann ich nur recht herzlich ans Herz legen, die ganze Sache. Ja, ich mache diesen Film rein, weil ich also befürchten muss, es sind also mehrere Angriffe auf mich gemacht worden. Und ich muss befürchten, dass ich also die nächste Zeit entweder einen Unfall kriege oder dass man mich verhaftet und beiseite schiebt, weil Präsident des Amtsgerichts, Herr Dr. Sachlitz, weiß Bescheid davon. Der Leiter der der Staatsanwaltschaft, Dr. Koch, weiß Bescheid. Sie wissen alle Bescheid von dem Fall. Der Herr Wolf, Leiter der Generalstaatsanwaltschaft, weiß Bescheid, hat mir die Menschenrechte aberkannt, diesmal nur so, weil nicht-arischen Personen ist das hier nicht mehr gestattet, Menschenrechte zu haben. Man sieht es also hier an den Übergriffen von der Arge. Und jetzt habe ich also das Sozialgericht, obwohl ich da eine Bekannte habe, die mir eigentlich viel erzählt hat, dass das ganz nette Leute sind. Ich habe jetzt zweimal mit diesen Herrschaften Kontakt gehabt und ich muss sagen, übelst. Wie gesagt, also das Sozialgericht sieht also auch keinen Handlungsbedarf, mich zu schützen vor Übergriffen, die rassistischer Natur sind. Das ist im Prinzip schon nachgewiesen, aber das werde ich euch in anderen Beiträgen zeigen. Wie gesagt, das Sozialgericht, da werde ich Anspruch gegen erheben und ich muss mir überlegen, was jetzt beim nächsten Mal passiert, ob ich überhaupt noch Geld kriege oder ob man mich eher beiseite schieben will. Und ich muss sehen, dass ich Sicherheitspersonal habe, das mich begleitet oder ich mich eben bewaffnen muss. Das wird sich zeigen. Also rechtsmittelfähige Bescheinigung, Wohnung wird verwehrt, Postfach kaputt gemacht. Man will mich also im Prinzip ja kaltstellen oder auch umlegen, wenn man jetzt mal diesen Giftanschlag und die Angriffe auf mich sieht, werde ich hier also massiv angegriffen. Diese Taktik ist nichts Neues. Ein Bekannter von mir, Locus 24, hat das schon mal gemacht, das aus dem Jahre 2001. Rollkommando gegen Antragsteller, Behinderte und Rentner und Ausländer. Ja, das ist eine Taktik von der Stadtverwaltung Braunschweig und der Arge. Das ist also nichts Neues. Wie gesagt, ich werde euch weiter berichten. Da sind noch einige Fälle, wie die Arge Unterlagen gefälscht hat und. Die bringe ich nach und nach rein. Vorausgesetzt, ich komme noch dazu. Ne? Weil, wie gesagt, ich muss damit rechnen, dass man mich beiseite schafft für das, was ich alles weiß. Ja, das war's erstmal. Ich wünsche eine schöne Woche, einen schönen Tag und bleibt sauber hier heute, damit wir uns bald wiedersehen. Hoffe ich jedenfalls, falls ich noch da sein werde. Also, macht's gut. Ciao.